Moin moin allerseits, wir spielen weiter Fallout 1. Ja, was ist passiert? Wir haben in Junktown, oder wir haben Junktown von Gizmo befreit und damit die Stadt ein bisschen sicherer gemacht. Und gleichzeitig auch ein bisschen langweiliger, denn das Casino ist, wie man sieht, leer. Man kann hier also nicht mehr spielen. Naja, mit unserem Gambling-Skill hätten wir eh nicht allzu viel gewonnen. So. Was machen wir denn als nächstes? What shall we do? What shall we do? Ich würde sagen, gucken wir uns mal an, was wir so in Gizmo bekommen haben. Da waren ja diese schönen Patronen. Und Pistole. Wo ist denn die Pistole? Ist sie noch bei Gizmo? Ich dachte, ich hab sie mit Hunger. Ach nee, da ist sie. Bei Gizmo. Ich hab sie doch nicht mitgenommen. So, jetzt habe ich sie mitgenommen. Gucken wir sie uns doch mal an. Eine 9mm Mauser. Hübsch, hübsch. In excellent condition. Extremely accurate. Okay, also mit der kann man wahrscheinlich richtig gut schießen. Ich weiß natürlich nicht, wie viele Action Points das verbraucht, um die abzufeuern, aber auf jeden Fall braucht sie nicht viel Stärke. Andererseits, ich habe nicht wirklich viel Munition dafür. Ich spare mir die mal auf. Vielleicht verkaufe ich sie auch, mit dem, was die wert ist. Aber so als Andenken, vielleicht sollte ich sie behalten. So. Ich will aber gucken, was Gizmo hier noch drin hatte. Und dann fummeln wir mal das Lock. You are not able to pick the lock. Versucht es aber ein paar Mal. Ist ja ein bisschen auch abhängig von dem Glück, das man hat. Wenn es gar nicht geht, dann kommen wir halt irgendwann zurück mit Dietrichen. Ich bin der Meinung, dafür gab es auch einen Hotkey. Ja. Also, noch ein paar Mal ausprobieren. Ist die Tür offen? Wäre auch komisch, wenn am Anfang des Spiels bereits schwere Loks hier wären. So, okay, ein Feuerzeug, Kanishan, ein Buch. Use of Firearms and the occasional... Okay. Das wird wahrscheinlich unseren Gunskill, unseren Small Guns wahrscheinlich erhöhen, wenn wir das lesen. So. Okay, hier haben wir ein bisschen Geld. Auch nicht schaden. Alles, bitte. Und den Sack nehmen wir auch mit. So. Hier hinten sehe ich noch ein Board oder so. Nichts weiter drin. Okay. So. Ich glaube, den Raum haben wir ausreichend untersucht. Itzo hatte gleich auch nichts mehr. Ja. So, damit ist das Casino leergeräumt. Ist hier sonst noch irgendwas im Casino? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Okay. Ja, was machen wir als nächstes? Es gibt ja in Junktown doch noch einiges zu tun. Oder einige Möglichkeiten. Ian. Ian. Bleib mal ein bisschen näher drin bei mir.
Hallo? Okay. Der sagt nichts. Aber da nichts. So, was haben wir hier? Ach, hier war der Boxring. Ich glaube, es war ein Boxring. Was ist das? Was ist das? Müssen wir auch gleich nochmal. Ja, Boxring. Tough Lucking Muscular Man. Okay, das hier ist also ein muskulöser Mann, aussehender Mensch. Das könnte also wahrscheinlich ein Boxer sein für den Boxring. Und Gustafer. Okay, fangen wir mal an mit seinen Wachen. Die haben wahrscheinlich nichts zu sagen. Boxing Matches are 2 o'clock every third day. Okay. Ah, und mit ihm, wenn wir wetten wollen. Hm. Sorry, no boxing today. Ja, das ist blöd. Wann ist das nächste Match? You just missed it. Try again in a couple of days. Soul boxes every 3 days. Who's Saul? Wer ist Saul? Der alle 3 Tage boxt. Also, er ist der lokale Champion. Saul ist der derzeitige Favorit von Gizmo. Gizmo gibt's nicht mehr, der hat keinen Favoriten mehr, mein Freund. Naja, okay. Und wer bist du? Jo. Ah, was machst du hier? Starker Typ. Ich wette, ich kann dich besiegen. Mein Name ist Drakon. Ich guck mich hier nur um. Jo. Handelst du? Du handelst nicht. Was machst du hier? Ah, das ist Saul, der hier alle 3 Tage boxt, okay? Deshalb der Muskulöse. Okay. Er lacht einmal laut auf. Ich bin ein Boxer. Ah, ich könnte dir den Arsch versohlen. What's the deal? Oder viel Glück. Ja. Wollen wir ein bisschen provozieren? Wir provozieren ihn ein bisschen. Nee, eigentlich nicht. Ich komme ja gerade erst aus der Wohnung. Ich bin ja nicht so der ganz Stärkste. Ich gehe erstmal ein bisschen diplomatischer vor. Fremder, ich arbeite für Gizmo. Jetzt nicht mehr, glaube ich, Saul. Gizmo gibt's nicht mehr. Also er ist der Besitzer des großartigen Casinos hier. Zahlt gutes Geld für die Kämpfer hier. Was willst du noch wissen? Wie bist du Boxer geworden? Was gibt's hier zu tun? Kannst du mir ein bisschen über Gizmo und das Casino erzählen? Na, da muss ich nichts mehr wissen, den gibt's nicht mehr. Wie bist du Boxer geworden? Also, ich bin schon immer in Raufereien geraten mit meinem Bruder, als ich aufgewachsen bin. Also eines Tages hat eine kleine Truppe von Raidern Junktown angegriffen. Und ich habe einen von denen praktisch ohnmächtig geprügelt, bevor er seine Waffe ziehen konnte. Einfach Glück. Wirklich. Aber Gizmo... Aber Gizmo hat hier diese Kämpfe organisiert und ich brauchte ein bisschen Geld. Und seitdem boxe ich. Mhm. Na gut. Also er hat sich von Gizmo bezahlen lassen. Was auch immer. Nicht relevant. Was ist mit deinem Bruder passiert? Also er wurde Raider Attack bei dem Angriff der Raider getötet. Vor ein paar Jahren. Ach so. Und ein paar Jahre später ist mein anderer Bruder Daryl, hat ein paar Sachen einfach zusammengepackt und ist nach Süden gezogen zu einem Platz oder zu einem Ort,
der sich Glow nennt. Also um einen den Schatz der Uralten zu suchen oder so etwas. Und ist niemals zurückgekommen. Also Glow. Im Süden ist noch ein Ort, der nennt sich Glow. Okay. Warum bleibst du in Junktown? Können wir über was anderes reden? Tut mir leid, sowas zu hören. Ich interessiere mich jetzt für diesen Glom, dieser Schatz der Uralten. Also, was weißt du über den Glow? Also, so viel ich weiß, es ist ein großer Krater, der nachts ja, glüht oder schimmert, leuchtet. Also er müsste weit im Süden sein, aber ich weiß nicht wo. Es gibt Geschichten, dass er bewohnt wird von allen möglichen Freaks und Mutanten, die Technologie dort bewachen. Also die Technologie vom vor dem Krieg bewachen. Also Vorkriegstechnologie. Okay, kannst du mir noch mehr Infos geben? Also. Was gibt's hier zu tun? Kannst du mir was über deinen Boss erzählen? Naja, ich weiß, Gizmo ist tot. Pet your weapon. Ich streiche meine Waffe. I would like you to meet my little friend. Achso, ich streiche meine Waffe und sage ihm, na, möchtest du mal eine Bekanntschaft machen mit meinem Freund? Ich glaube, das würde in einem Kampf auf Leben und Tod enden. Das machen wir nicht. Ja, das war's, glaube ich, ne? Thanks for chatting. See you around. Was gibt's hier noch zu tun? Achso, Skulls. Dagon, okay. Wenn ich irgendwie Vorräte suche, soll ich zu Killian, das weiß ich schon. Oder wenn ich übernachten möchte, kann ich ins Crash House. Das weiß ich auch, das ist dieses Hotel mit den Skulls. Also, wenn ich durstig bin, kann ich ins Scumpet. Aber ich soll mich von den Skulls in Acht nehmen. Okay, wer sind die Skulls? Weiß ich eigentlich schon. Das ist die Gang hier. Okay, ich soll vorsichtig sein. Ist noch sonst noch was, was du mir erzählen kannst? Nö, okay. Dankeschön. Ja, was machen wir jetzt? Hier war noch ein Haus oben. Da gehen wir jetzt mal kurz hin. Und dann ist die Aufnahme auch gleich beendet. So, was ist das hier für uns? Ist die Tür auf oder zu? See a door. Okay, machen wir mal auf. Es ist offen. Ja. Ein leeres Haus. Gibt's hier was zu holen? Oder waren wir hier schon? Bin jetzt gleich nicht sicher. Also hier gibt's nichts für uns. Also gehen wir. So, wo ist Ian? Da ist Ian. Hallo Ian. Ich würde sagen, gleich besuchen wir mal hier die Bar da oben, Scumpet. Aber was wir dort machen, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann!